Ein neuer Tag im Untergrund steht an. Na, das kann ja spannend werden. Ach ja, genau, wir müssen ja hier noch... Ich habe nämlich eine kleine Pause gemacht. Und wir müssen ja noch die Typen ausschalten. Soll ich nochmal voll drauf gehen? Ja, komm. Scheiß auf alles! Oh, nee, scheiße! Huch, das war knapp. Kommt raus zum Spielen. Na, wo seid ihr denn, Kiddies? Achso, jetzt sollte ich die Gasmaske wieder anziehen. Das wäre nicht verkehrt. Na, kommt schon. Hier. Keine Ahnung, ob ich jemanden erwischt habe. Bisschen Feuer. Hier habt ihr auch noch Feuer. Und hier habt ihr Feuer. Wow. Puh. Ja, der kann einfach durchs Feuer laufen. Natürlich. Warum auch nicht? Was? Mistkerl. Hm, es brennt ein wenig. Der Boden brennt. Der Steinboden, wohlgemerkt. Da haben wir ein Filterchen. Du Doofkopf, ich bin hier. Da zielt noch jemand. Aber den kriegen wir schon. Oh oh. Hier, nimm mal das. Hab bestimmt gut getan. Oh, schnell. Puh. Alter, war das knapp. Das geht zu krass ab hier. Huch, ich wollte gar nicht schießen. Ja. Okay. Kommt doch. Wow. Ich meine, verschwinde wieder. Scheiße. Hier, den Filter nehmen wir auch noch mit. Boah, das war ein Volltreffer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wieder einer weniger. Diesmal schaffen wir es. Komm schon. Ach, fuck. Komm zurück. Sehr schön. Es läuft, Leute. Es läuft. Wir werden überleben. Aber zuerst mal Filter wechseln. Schon besser. Wow! Arschloch. Ich hoffe mal, das waren alle. Nö, es waren nicht alle. Da oben hackt noch einer rum irgendwo. Wo denn? Wo bist du? Wow. Wo ist denn der Typ? Ach da. Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Zeigst du dich noch? Nee, ich glaube, der ist weg. Erfolgreich. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen umgucken. Diesmal sind wir ganz gut durchgekommen. Und wir haben noch 1,25 auf der Uhr. Ja, das ist ja gut. So, alles mitgenommen. Deine Munition natürlich auch. Nehmen wir mal wieder diese Knarre. Jetzt haben wir hier eine andere Gasmaske. Ja, komm. Die ist frischer. Ist noch nicht so beschädigt, wobei die andere ja eigentlich auch nicht beschädigt war. Nicht aus. Bringt eigentlich nichts mehr, aber egal. So, da haben wir auch noch ein Filterchen. Jetzt haben wir viele Filterchen. Gibt's da unten vielleicht noch was Schönes? Hier? Ja, hier. Munition, Filter und was weiß ich. Oh, sogar Geld. Also, was eigentlich auch Munition ist. Aber naja. Hallo? Hm.
hier was? Ich gehe mal nach oben. Vielleicht gibt es hier noch was Interessantes irgendwo. Oh, Filter. Und natürlich den Typen. Oh, ein Bericht. Neuer Eintrag. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskvin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett versetzt, dass die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen, er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter! Du kriegst noch voll eins in die Fresse, mein Freund. Ne, Musik wollen wir jetzt nicht. Aber dazu muss ich mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Mal sehen. Irgendwo darüber? Hier? Ah, hier. Ach so. Habe ich gar nicht gesehen. Und was geht jetzt auf? Ach, hinter mir oder was? Check ich nicht. Geh mal runter. Aha. Ich begreife das gerade nicht. Wo muss ich denn hin? Alter, was hat denn das jetzt gebracht? Hier können wir runter. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist, wobei, vielleicht doch. Nö, Gitter. Na toll. Toll. Ganz toll. Kann ich ja gleich wieder raus. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Blöder Pfeil, du hilfst mir auch nicht weiter. Ist denn hier was irgendwie? Nö. Hier? Nee, hier kann ich doch nicht lang. Was hat denn das jetzt gebracht, bitteschön? Was hat dieser Hebel gebracht? Ich muss doch irgendwie hier. Ach so, hier. Ah, jetzt geht doch. Jo, puh, das war knapp. Ja. 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 Boah, ganz schön schwer. Oh. Ah, so. Warum muss ich hier Wache schieben? Sehr gut. Brauchen wir die Gasmaske noch? Nö, ich glaube nicht. Sieht gut aus. Wir haben ja eine Leiter. Klar, hab ich. Und wo hast du die Sache hingezogen? Bitteschön. Das war mir eine Freude. Wollt ihr auch? Ja, wollt ihr auch? Ja, hier. Oh, ups. Ich meine hier. Fangt das Knebelchen. Scheiße, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Komme ich wieder nach oben? Nee, komme ich nicht. Boah, ich bin tot. Ja, das war vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. Aber ich hatte ja noch nicht viele gute Ideen in diesem Spiel. Eigentlich bin ich ja mehr der Stealth-Typ, aber irgendwie habe ich gerade Bock auf ein bisschen... Chaos. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich das. Und wo hast du die Sachen? Ein Toter! Alarm! Lalala, lalala. Au, 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 au. So, von hier oben geht's, glaube ich, besser. Oh, ich habe mich getäuscht. Hier oben ist es genauso schlimm. Oh oh, mein Akku ist bald alle. Aber ein bisschen hält er schon noch durch. Alter, ich krieg die nicht weg da. Hier, schnapp dir mal das. Ist auch noch einer.
Nicht nachladen. Au, 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 au. Müsst ihr denn so fies sein, Leute? Seid doch ein bisschen nett zu eurem Gast. Oh, neuer Eintrag. Genau die richtige Zeit, um ein paar Notizen zu lesen. Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden. Moskvin weiß, wie man zuschlägt, wo es weh tut. Es mag seltsam erscheinen, aber sie haben recht. Wenn wir keine Einigung erreichen, nicht aufhören zu kämpfen, dann werden wir uns selbst schneller erledigen, als es die Mutanten könnten. Die Kommunisten benutzen den Bunker, der vom Orden gefunden wurde, ebenso wie die Faschisten als Köder. Und das gewöhnliche Volk schluckt ihn mit Haken, Schwimmer und Leine. Und das war's. Krieg. Wohlstand muss mit Blut erkauft werden, damit die Menschheit der nächsten Generation eine strahlende Zukunft haben kann, muss die jetzige entsorgt werden. Na super. Hier, für euch. Oh, da kommen auch noch ein paar. Für euch. Ich hab da für jeden was dabei. Guck mal. Scheiße, 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 scheiße. Mach hinne. Boah. Zum Glück hat's den in die Luft gesprengt. Alter, die schießen aber scharf. So, jetzt mal hier Schicht im Schacht. Jetzt rumpelt's aber im Karton. Ich hab doch noch ein paar gesehen. Wo seid ihr? Gut, das wollte ich nicht. Vielleicht nehmen wir mal die. Na, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du? Du kannst gerne auch noch eine Packung haben, Kumpel. Jetzt ist hier fertig, lustig. Wo seid ihr? Au, 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 au. Soldat. Trophäe. Wo hat denn der geschossen, bitteschön? Ach, da hinten. Die treffen aber ganz schön weit. Komm, kleines Kaninchen. Das klingt nicht gut. Oh. War das so klug? Ich weiß ja nicht. Ah, Mist, 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 Mist. So, schnappt euch mal das kleine Stückchen. Bam. Oh. Lebt er noch? Lebt er noch? Wie viele sind noch am Leben? Wie viele? Oh, oh, wo kam das her? Da hinten. Na, du kriegst uns jetzt nicht auch noch. Niemand hält uns mehr auf. Es ist vorbei, liebe Freunde. Ah, eine Lampe. Muss ich schnell gucken. Jo, wir müssen da lang, dann gehen wir mal hier lang. Das klingt auch super. Wir müssen da lang, also gehen wir einfach mal in die entgegengesetzte Richtung. Ist doch logisch. Okay. Möchte mich aber noch kurz umgucken. Vielleicht gibt es hier ja noch was Kleines. Ich glaube zwar nicht. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles mitgenommen. Ah, ne, hier noch ein bisschen. Na gut. Machen wir uns auf den weiteren Weg. Hallo, hallo, hallo. Mal sehen, können wir. Ja. Oh. Ziemlich geil. Ja, so, wo sind wir denn hier? Hier! Huch! Seid ihr verrückt geworden, Leute? Au, 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 au! Alter, hat der einfach ein MG gehabt oder was? Ein Maschinengewehr? Der Schwede. Arschloch. Echt. Sowas von Arsch. Das war nicht nett.
So, wo ist jetzt der Typ, Mann? Werde ich denn schon erwartet? Ja, sieht fast so aus. So. Schnell was reinpfeifen. Paar Drogen. Wow. Oh oh, das wird jetzt schwer. Komme ich da durch? Das sieht nicht gut aus. Komm, lieg ab, lieg ab. Jetzt noch du. Ach, mal nachladen. Ach, komm schon. Willst du mich verscheißern, Junge? Mann, hat der viel ausgehalten. Leider haben wir keine Medizin mehr. Jetzt schon. Ha! Ah. Tut gut. Ein bisschen aufpassen sollten wir vielleicht schon. Ich gehe ein bisschen kopflos an die Sache ran. Naja, mehr Spaß. Ich will da das MG hier. Ah, hier hat's gar keins. Schade. Das ist ein Stein. Es geht ein bisschen mehr gegen Menschen als Mutanten. Ich würde ein bisschen gerne mehr gegen Mutanten kämpfen. Hallo? Hier geht's aber nicht lang, oder? Ach so, hier. Alter, du stinkst. Ein Bad wäre nicht schlecht. Ich erwarte eine riesige Spinne. Oder eine Brandgranate. Das ist auch okay. Hallo? Genau, das habe ich völlig vergessen. Wir haben ja hier noch dieses Dingens. Sollte ich vielleicht mal wieder aufladen, für ein bisschen mehr Licht sorgen. Stimmt. So, weiter geht's. Ah, jetzt habe ich Fliegen auf dem Gesicht. Komme ich hier lang? Scheint irgendwie nicht so. Gehen wir halt hier lang. Ha! Okay, ist niemand da. Wo ist Pavel? Huch. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Moment mal, Artyom, bist du das? Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich konnte über meinen alten Bekannten, Andrei, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Tja, und mit dem guten André sprechen wir dann in der nächsten Folge vom Metro Last Light. Das war jetzt ganz schön actionlastig. Wir hören uns.